Im letzten Video haben wir uns mal genauer angeschaut, wie Sie Ihre Eingangsbelege von Ihren Lieferanten weiter bearbeiten können, wie man das digitalisieren kann und wie man sich damit unheimlich viel Durchlaufzeit und auch letztendlich Aufwand spart in der Bearbeitung der Belege. In diesem Video geht es um die zweite wichtige Belegart, die wir uns mal genauer anschauen. Das sind letztendlich Ihre Ausgangsbelege, also die Rechnungen, die Sie an Ihre Kunden schreiben, damit Sie Ihr Geld bekommen. Und wie man diesen Workflow vernünftig digitalisieren kann, das schauen wir uns jetzt genau an. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. Im letzten Video haben wir uns angesehen, wie wir die Eingangsbelege, also die Rechnungen von Ihren Lieferanten, möglichst gut in einem elektronischen, digitalen Workflow im Büro bearbeiten können. Und heute geht es im Video um die Ausgangsbelege, also um die Rechnungen, die Sie an Ihre Kunden schreiben. Sie sehen jetzt hier die Arbeitsfläche wieder von der Adonis Prozessmanagement Suite in der Community Edition. Die ist kostenlos, da kann sich auch jeder anmelden. Sie können aber auch genauso gut auf einer weißen Wand mit Klebezetteln arbeiten oder in PowerPoint oder in einem anderen Programm zum Wahlen. Fangen wir damit an, den Prozess mal aufzunehmen, wie er erstmal analog läuft. Es geht also los, dass die Leistung ist abrechenbar. Oder Leistung ist erbracht, das ist der bessere Weg vielleicht. Das ist der Start quasi, wo es losgeht, dass Sie was abrechnen können. Und das Ende letztendlich von dem Prozess ist hier, dass der Beleg liegt dem Steuerberater vor. Und damit Sie jetzt nicht den gesamten Prozess mir zugucken müssen, wie ich jetzt hier die einzelnen Aufgaben entsprechend einbaue in den Prozess, habe ich das für Sie schon mal mit vorbereitet. Hier sehen wir jetzt so den Prozess, wie er analog funktioniert. Gehen wir dann kurz durch. Leistung ist erbracht, dann werden zum Beispiel die Arbeitskarten, die für die Leistungserbringung sind, ins Büro gebracht. Ich kenne also einige Dachdeckerunternehmen zum Beispiel, das sind tatsächlich so, dass dann die Arbeitsaufträge für den Tag ausgedruckt werden, werden in der Früh den Vorarbeitern und den Kolonnenführern gegeben. Dann werden anhand dieser Arbeitskarten einfach die entsprechenden Aufträge tagsüber abgearbeitet und am Abend kommen dann diese fertiggestellten Leistungen, die Arbeitskarten, die Dokumentation dafür zurück ins Büro. Dann werden von einem Büromitarbeiter die Arbeitskarten, die Inhalte in das Projekt übertragen. Also das Projekt wird letztendlich in der Warenwirtschaftssoftware aufgerufen und die Leistungen, zum Beispiel 4,5 Stunden wurde mit 2 Personen dran gearbeitet und das Material wurde verbraucht, wird eben entsprechend dann abgetippt. Ist das Projekt abgeschlossen, wird dann entsprechend das Projekt abgerechnet und die Rechnung wird 3-mal ausgedruckt. Und warum 3-mal? Denn einmal wird die Rechnung kuvertiert und frankiert. Und danach wird die Rechnung versendet, kommt also in den Postausgang. Der zweite Durchschlag von diesen Rechnungen geht in den Ordner offen, damit man entsprechend danach die Rechnungen abgleichen kann, ob die Zahlung erfolgt ist. Und das dritte Exemplar quasi geht in den Ordner für den Steuerberater, die Rechnung in den Steuerordner abheften. Deswegen die 3 Ausdrucke, weil Sie da die 3 Papierbelege haben. Es werden die Eingangszahlungen überwacht, entsprechend der Kontoauszüge. Und wenn die Zahlung für die jeweilige Rechnung erbracht worden ist, dann vermerkt ein Büromitarbeiter die Zahlung auf der entsprechenden Rechnung mit Datum und mit dem Betrag, möglicherweise auch mit Kontoabzügen und Ähnliches. Und am Ende, wenn das Ganze abgeschlossen ist, wird der Belegordner zum Steuerberater gebracht. Oft wird er mit der Post geschickt, manchmal fährt man auch vorbei, wenn er im gleichen Ort ist, wo der Betrieb ist, dann wird einfach dieser Belegordner zum Steuerberater gebracht. Auf diesen gelben Stickies hier unten habe ich jetzt mal die Verlustarten hingeschrieben und wie lange das ungefähr dauert. Und das sind jetzt nicht nur irgendwelche fiktiven Werte, sondern das sind die Erfahrungswerte, die ich aus vielen betreuten Unternehmen wirklich gewinnen konnte. Also, wenn Sie davon ausgehen, dass eine Arbeitskarte in der Früh abgearbeitet wird und erst am Abend zurück ins Büro transportiert wird, ist also die Verlust alles Transport, und dann hätten Sie ja fast einen 8-Stunden-Tag ungefähr, wenn es der erste Auftrag war. Und wenn es der letzte Auftrag am Tag war, dann ist es natürlich relativ wenig. Deswegen ist der Durchschnitt 4 Stunden liegt eigentlich diese Arbeitskarte im Auto der Monteure. Macht also 240 Minuten. Und danach, weil Sie am Abend erst ins Büro kommen und am nächsten Morgen normalerweise erst die Verwaltungsmitarbeiter im Büro sind, die dann diese Arbeitskarte entsprechend bearbeiten, liegt sie nochmal weitere 14 Stunden oder 840 Minuten im Büro, bevor sie bearbeitet wird. Das heißt, es sind Wartezeiten dahinter, das heißt, die Durchlaufzeit von der fertiggestellten Arbeitskarte, wo sie wirklich abgearbeitet worden ist, bis zur Bearbeitung am nächsten Tag sind durchschnittlich 1080 Minuten.
Dann werden die Arbeitskarten ins Projekt abgetippt. Das ist eine manuelle Tätigkeit. Dadurch ist es einfach fehleranfällig. Es ist schon häufiger mal passiert, dass man sich vertippt hat oder dass mal irgendwelche Positionen nicht richtig gepasst haben. Da sind die Bearbeitungszeiten pro Karte ungefähr so 5 Minuten, die Daten in das Projekt zu übertragen. Die Projektposition danach mal zu kontrollieren und abzurechnen, wirklich die Rechnung zu erstellen, in der Vorschau sich anzuschauen, dauert ungefähr 10 Minuten. Das Ausdrucken 2 Minuten. Danach die Rechnung kuvertieren, frankieren, falten, das Übliche halt in den Umschlag rein, 1 Minute und dann liegt sie in dem Postausgangsordner durchschnittlich 4 Stunden, also den halben Arbeitstag, bis sie vielleicht am Abend dann eben zur Post gebracht wird oder vielleicht auch einem Postfahrer mitgegeben wird. Rechnung versenden ist dann genau das Thema. Das ist immer in dem Fall, dass dann die Post wirklich zu den Briefkasten gebracht wird, in den Bereichen, wo es eben nicht möglich ist, die Post vielleicht einem Paketboten mitzugeben oder sowas, sondern wo man wirklich tatsächlich auf dem Weg ist, das in den Briefkasten zu werfen. Den Rechnungsdurchschlag abzuheften dauert 1 Minute, die Rechnung im Steuerordner abzuheften auch 1 Minute, Eingangszahlung zu überwachen aufgrund der Kontoauszüge auch 1 Minute, die Zahlung mit einem Papier und Bleistift zu vermerken, eben auch entsprechend 1 Minute. Jetzt habe ich noch einen Trick für Sie, wenn es darum geht, was ist eigentlich mein tatsächliches Zahlungsziel? Das können Sie relativ leicht berechnen selber, indem Sie die offenen Forderungen, die Sie jetzt aktuell haben als Unternehmen, geteilt durch die Summe des Umsatzes der letzten 12 Jahre nehmen und dann das Ergebnis mal 365 Tage rechnen. Als Beispiel, wenn Sie jetzt 45.000 Euro offene Forderungen haben und einen Jahresumsatz von 1 Million, dann kommt dabei ein tatsächliches Zahlungsziel von 16,4 Tagen dabei raus. Das können Sie mal ausprobieren, wie lange Ihr Zahlungsziel selbst tatsächlich ist. Es ist nämlich normalerweise nicht so, wie das, was Sie auf der Rechnung angeben, das eben sofort zu bezahlen wäre oder innerhalb von 14 Tagen oder ähnliches, sondern oft lassen sich ja die Kunden ein bisschen länger Zeit. Und wie lange Sie sich Zeit lassen tatsächlich, können Sie da eben recht einfach ermitteln. Wenn die Zahlung auf der Rechnung vermerkt ist, dann wird auch der Belegordner zum Steuerberater gebracht. Auch da haben wir wieder das Thema Transport. Es muss ja irgendwo entweder mit der Post transportiert werden oder gefahren werden. Die Durchlaufzeit ist da durchschnittlich 15 Tage, weil wenn der erste Beleg im Monat bearbeitet wird und dann dauert es 30 Tage, bis der Ordner nach Monatsende wieder zum Steuerberater kommt, dann sind es ungefähr 30 Tage und wenn es der letzte Beleg wäre, dann wäre es nur ein Tag und der Mittel wäre es dann ungefähr 15 Tage. Deswegen diese 15 Tage oder 21.600 Minuten. Die Bearbeitungszeit selber, um den Ordner zum Steuerberater hinzufahren, sind dann ungefähr 30 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt für die Rechnung eine Durchlaufzeit von 22.717 Minuten und eine Bearbeitungszeit nach diesem Beispiel von 67 Minuten je einzelne Rechnung. Dieser Arbeitsablauf, dieser Prozess, der ist natürlich jetzt hochgradig manuell, sehr stark papiergebunden und ähnliches und das lässt sich jetzt durch Digitalisierung tatsächlich deutlich vereinfachen. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussehen kann. Hier habe ich jetzt ein Prozessmodell erstellt, wie es tatsächlich auch gelebt wird in den Unternehmen, wo ich auch schon mit war letztendlich. Das haben wir dann umgestellt. Die Leistung ist also erbracht, das ist genau das Gleiche. Und dann wird aber die Arbeitskarte eben digital über das Tablet des Vorarbeiters ins Büro übertragen. Das heißt, es öffnet sich eine Maske und der entsprechende Vorarbeiter kann direkt alle Daten, die er eben hatte von der Baustelle, Zeitaufwand, Material und ähnliches, entsprechend eintippen. Deswegen Bearbeitungszeit 10 Minuten. Das Erfassen der Arbeitskarte, das Übertragen selber ist eigentlich in Echtzeit. Dann hat der Mitarbeiter im Büro sofort die Daten und muss sie vor allem nicht mehr von einer Papierarbeitskarte ins Projekt übertragen, sondern dadurch, dass der Vorarbeiter auf der Baustelle direkt die Daten im Projekt erfasst hat, sind auch damit die entsprechenden Positionen gleich im Projekt erfasst. Das heißt, der Mitarbeiter kontrolliert auch die Positionen, ob das plausibel sein kann und rechnet entsprechend dann das Projekt eben ab. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Die Rechnung wird dann per E-Mail versendet an den Kunden. Das heißt, es wird nicht mehr ausgedruckt, sondern direkt gibt es einen Knopf in der Warenwirtschaft eben per E-Mail versenden. Es öffnet sich aus den Stammdaten heraus eben eine E-Mail mit einem Standardtext drin und die Rechnung wird als PDF zum Beispiel direkt an die E-Mail angehangen und kann man sofort versenden. Dauert 1 Minute. Der Beleg wird damit in Unternehmen online von DATEV, das ist ein Belegsoftware für Steuerberater, wo man entsprechend seine Belege elektronisch hochladen kann, dann kann der Steuerberater direkt weiterarbeiten, wird dahin übertragen, indem, und das ist so ein schönes Beispiel eben wieder, das PDF sofort maschinell eben aus der E-Mail in Unternehmen online hochgeladen wird.
dann müssen Sie diesen Beleg in Unternehmen online tatsächlich nur noch vorverarbeiten. Das heißt, die Texterkennung findet eigentlich schon den richtigen Geschäftspartner, findet die Rechnungsnummer, findet den Steuersatz, findet vor allem auch dann den Rechnungsbetrag, selbst wenn es mehrseitige Rechnungen sind. Das funktioniert sehr, sehr gut und sehr zuverlässig. Sie müssen es eigentlich nur noch kontrollieren, was eben die Software erkannt hat. Und die Fehlerquoten sind da wirklich äußerst minimal. Deswegen im Durchschnitt eine Minute, das ist völlig in Ordnung. Und damit ist der Beleg auch schon beim Steuerberater. Jetzt muss man dazu sagen, hey, wo ist denn eigentlich die Zahlungseingangsüberwachung? Wie funktioniert das Ganze halt? Im alten Prozess, der manuell war, haben ja Sie letztendlich die Eingangszahlungen überwacht durch die Kontoauszüge und Ihr Steuerberater hat ja Ihre Kontoauszüge gebucht. Letztendlich war es ja zweimal eine offene Postenverwaltung. Im jetzigen Fall bucht nur der Steuerberater das Konto und ordnet die Eingangszahlungen den jeweiligen Belegen in DATEV-Unternehmen online entsprechend zu. Das heißt, Sie haben eigentlich immer aktuell eine offene Postenliste in Unternehmen online. Und wenn Sie die verwenden, können Sie sich eigentlich die eigene Überwachung der Zahlungseingänge relativ gut sparen, weil eigentlich wäre es eine Doppelarbeit. Und deswegen kommt es auch in diesem Prozess hier, wie ich ihn jetzt gerade eben vorgestellt habe, nicht mehr wirklich vor. Das heißt, die Durchlaufzeit sind jetzt nur noch 23 Minuten und die Bearbeitungszeit wären auch nur noch 23 Minuten. Verglichen damit der alte Prozess, 22.717 Minuten Durchlaufzeit und 67 Minuten Bearbeitungszeit, ist das schon eine ganz erhebliche Ersparnis. Wo gibt es jetzt die typischen Probleme in diesem Prozess? Was ist da immer das Thema? Erstens mal die Arbeitskarten digital übertragen. Da kommt es darauf an, wie gut wirklich Ihre Warenwirtschaft ist. Wenn Sie direkt in einer Cloud-Software arbeiten können, also direkt quasi im Projekt arbeiten können, dann funktioniert es wunderbar. Es gibt aber genügend Spezialsoftware für Handwerker in den verschiedenen Gewerken, die eben keine richtige Cloud-Software sind, sondern die eben in irgendwelchen normalen Programmen laufen, die auf einem Server sind. Das heißt, da werden dann einfach nur die Datenbestände immer synchronisiert. Das heißt, der Vorarbeiter muss zurückkommen, auch vielleicht ins Heimnetz, muss dann auf den Knopf drücken, jetzt synchronisieren und ähnliches. Das ist einer von den ganz großen Fehlern, die da auftreten können. Das ist auch sehr anfällig. Deswegen ist da immer mein Vorschlag, schauen Sie, dass Sie da wirklich eine native Cloud-Software hinbekommen, damit man das eben direkt dran arbeiten kann. Das Zweite ist auch hier zwischen Rechnung per E-Mail versenden und Beleg in Unternehmen online übertragen. Wenn Sie eine PDF erstellen in der Rechnung und dann tatsächlich erst in einem Ordner zum Beispiel im Windows Explorer ablegen müssen und dann von dort aus in Unternehmen online hochladen, ist es höchst umständlich. Wenn Sie da aber ein Skript entsprechend haben, das bei allen ausgehenden Rechnungen, die das Wort Rechnung oder ausgehende E-Mails, so rum, das bei allen ausgehenden E-Mails, was das Wort Rechnung enthält und vielleicht sogar oben in der Betreffszeile die Rechnungsnummer angedruckt ist, von diesen der Anhang abgetrennt wird und in Unternehmen online hochgeladen wird, dann funktioniert das vollautomatisch und Sie müssen sich nicht mehr drum kümmern. Das funktioniert, das kann man gut machen, da gibt es entsprechende Zwischensoftware dafür, sogenannte Datenintegratoren und da kann man solche Skripte relativ leicht miteinander entsprechend erstellen. So, das war jetzt so ein Beispiel, wie eben auch die Ausgangsbelege, der ganze Workflow digitalisiert werden kann. Ich hoffe, dass Sie was gut mitnehmen konnten. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.